Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Time at Portia. So, wir haben ja einen Handelsauftrag zu erledigen und ja, ich würde sagen, erstmal gucken wir mal in unseren Briefkasten hinein. Averia, komm mal auf einen Sprung herein, ich habe einen Auftrag für dich. Okay, gut, machen wir eventuellerweise, mal gucken. Ach, wir sammeln jetzt hier mal nicht. Wir müssen für unseren Faserstoff Dinge besorgen. Gottchen, Gottchen. Und ja, da, ja, will ich jetzt mal gucken, ob wir hier von, also ob die, was ist das hier, Alpakas, Lamas, ob die Nutztiere sind. Gucken wir doch mal. So, abgenutztes Fell, na, das sieht doch schon mal gut aus. Wunderbar. Bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Wir nehmen mal das. So, zack. Und the next one. Oh, hier gleich zwei. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Oh, 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 oh. Tut mir leid, dass ihr so wenig seht quasi, ne? Also in dem Busch eben, ne? So. So, das haben wir. Ach komm, wenn wir hier schon einmal sind, nehmen wir gleich noch ein bisschen mehr mit. Hallo. Du bist Level 5, ne? Das kriegen wir doch bestimmt auch hin. Ja. Oh, jep. Wunderbar. Eigentlich möchte ich hier gern hoch. So, dann flitzen wir mal zurück. Wir brauchen noch drei Faserstoff. Okay. Dann geht's los. Ja, guck mal, das können wir machen. Auftanken. Den Energiestein brauchen wir. Und dann werden wir drei Faserstoffe herstellen. Sehr gut. Wunderbar. Drei habe ich ja schon. Huff, huff, huff. Oh, nee, das wollte ich nicht. Hallo? Jetzt haben wir die richtige. Ja, gut. Die habe ich auch tatsächlich im Inventar. Nicht, dass ich denn hier die nicht im Inventar habe, ne? Mal gucken, mal gucken, mal gucken. So, was haben wir noch Schönes? Lauter Krimskrams. Wunderprächtig. Und dann gucken wir doch mal. Die Bäuerin müssen wir noch machen. Wir müssen noch ernten. Und dann müssen wir zu Phyllis, und zwar, ja, verbleibende Zeit 2 Tage. Na, das ist doch wunderbar. Das heißt, wir können jetzt natürlich auch mal nach unserem, dann müssen wir es wohl abbrechen. Status überprüfen, nee, ist noch gar nicht fertig. Naja, guck mal. Wieso ist denn der jetzt böse? Das verstehe ich jetzt natürlich nicht. Ne? So, hier hätte ich gern immer noch gewusst, wie ich das hier wegkriege. Naja, gut, so ist das halt. So, jetzt werd ja mal fertig. 3 Stunden, oh, 3,5 Stunden noch. Dann wäre es ja vielleicht gar nicht mal so unschlau, wenn wir uns gleich noch ein paar mehr Faserstoffe herstellen, oder? Das könnte man doch theoretisch mal machen. Außerdem braucht man noch ein paar Erfahrungspünktchen, ne? Bleiben Sie hier, bleiben Sie hier. Ich muss Sie leider bekämpfen. Entschuldigung. So. Klick, 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 klick. Hier geblieben. Ja. So. Guck mal, da haben wir schon mal 5 Fälle wieder. Wir brauchten ja immer 2, ne? Oh Gott! Oh mein Gott. Ich nehme sie auch gleich wieder mit allen auf einmal auf. Was unschlau ist eigentlich, ne? Auch die Kleinen können gefährlich werden. So. Haben wir dieses? 10. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Aufsammeln. So, dann würde ich sagen, nutzen wir doch mal die Zeit. Was ist hier eigentlich
Fangmenü. Buntes Lama, Baumwolllama. Okay, schließen. Naja, möchte ich mir ein Lama fangen? Möchte ich das tatsächlich schon machen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist mein Inventar voll. Na, das ist ja ein Traum. Dann werden wir mal gucken. Holzkiste. Ja, die öffnen wir mal. Haben wir hier irgendwas Holziges? Ja, das kann weg. Ja, das war's quasi, nicht? Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die Steinkiste. Du kannst weg. Was haben wir hier noch? Stein, wollen wir mal die Kupferbarren vielleicht hier drunter packen und das Kupfer? Kupfererz, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Was bist du? Du kannst da noch mit hin, das ist in Ordnung. Relikte, nun ja, was bist du hier eigentlich? Eine Kürbistorte. Schmacko, Schmacko. Und das ist Kochen. Kochen ist immer gut. Da können wir das Fleisch mit hinpacken. Und den Tierkot. Die Kräuter, was bist du? Seegras. Ja. Okay. Und dann packen wir doch hier vielleicht das Saatgut gleich noch mit hin, oder? So, du kommst dahin. Ja, ich denke, das ist in Ordnung soweit, nicht? Was bist du? Du bist ein Saft. Wäre doch eigentlich besser, wenn wir den Saft da so hätten, oder? So, dann gucken wir mal. Wie sieht die Zeit jetzt hier aus? Oh, da ist schon was fertig. Eine Stunde noch was. Brauchen wir noch? Dann laufen wir doch mal schnell zum Bürgermeister. Oder? Was sagt ihr? Ich würde mal sagen, ja. Aber warte mal, ich muss mal kurz hier so. In der Hoffnung sehe ich nicht. Na, ganz tolles Ei. Ich habe die Auflösung an meinem zweiten Bildschirm verändert und weiß jetzt, sehe nicht, wie lange die Aufnahme schon läuft. Na, das ist ja ganz toll. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Wo ist er denn? Keiner da? Oh nein, er ist... Ach so, der Bürgermeister. Guten Morgen. Naja, so ist das halt. Da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Government. So. Auch keiner da. Na, ganz toll. Warum ist denn hier keiner? Wenn wir hier hinlaufen, sagt er mir hier was? Okay, ist der da oben? Müssen wir vielleicht mal hier hochlaufen? Oder ist der unten unterwegs? Gucken wir mal. Meine Güte, so viele Klettere hier. Ja, ist er oben? Polly! Oh. Moin! Danke, dass du gekommen bist. Ich war in letzter Zeit sehr damit beschäftigt, die Identität unseres städtischen Diebes herauszufinden. Ein Dieb in unserer Stadt? Ja, hast du noch nicht davon gehört? Jemand bestiehlt schon seit ein paar Wochen die Leute. Alo hat die Untersuchung geleitet, aber es ist wirklich seltsam. Dieser Dieb stiehlt nichts von Wert, nur zufällige Gegenstände. Jedenfalls genug von diesem Dieb. Ich habe dich hergebeten, weil ich die Höhle auf der Bernsteininsel weiterentwickeln will. Die Höhle führte mal zu einer Ruine, aber wegen eines Unfalls wurde der Eingang verschlossen. Das ist schon 40 Jahre her. Seither gibt es Gerüchte, es würde darin spuken, aber das ist Quatsch. Aber ich denke, es wird Zeit, dass wir zu unserem Vorteil nutzen. Naja, die Mine, ne? Die Gruselhöhle von Portia. Klingt doch nett, oder nicht? Ja, ne?
Es gab irgendwo dort drin einen Stromgenerator. Ich beauftrage dich damit, ihn zu reparieren und mit ein wenig Saft zu versorgen. Arlo sagte mir, wir müssen eine auswechselbare Batterie installieren. Also geh und tu das. Danach soll einer der Hulu-Brüder den Laden auf Vordermann bringen. Das wird eine tolle Touristenattraktion. Stromgeneratorbau? Neuer Bauplan hinzugefügt. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid. Da meine Güte, auch das noch. Uiuiuiui. Ich würde sagen, jetzt machen wir, gucken wir mal. Unser Stoff müsse fertig sein. Ja. Dann können wir den ja eventuell mal nicht abgeben. Wir müssen ja unseren Ruf ein bisschen nach oben treiben. So. Hallo? So. Da haben wir dieses. Und dann laufen wir nochmal da hoch, wahrscheinlich. Gucken wir mal. Müssen wir hier hoch? Ja, sieht fast so aus. Laufen wir einfach mal. Oder sie ist unten. Das kann natürlich, oh Gott, auch sein. Nee, wahrscheinlich hier oben, ne? Da. Oh je. Das machen wir. In die Klinik. Ach ja, ich verstehe. Alles klar. So, die Phyllis, genau. Hallo. Handelsauftrag. Danke, das wird mir sehr nutzen. Tada! Na gucke. Sehr schön. Das ist doch gut gelaufen, würde ich mal sagen. Oh je. So, dann gehen wir mal runter. Hallo. Kann man euch käuflich erwerben? Nein? Okay, noch nicht. Vielleicht zu einer späteren Zeit? Gut, dann können wir nach Hause laufen. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Generator bauen können. Der dürfte ja denn in unserem Buch jetzt erscheinen, ne? Stand ja da, wurde meiner Sammlung hinzugefügt. Können wir ja mal einen Blick riskieren, was wir dafür brauchen. Und dann werden wir uns da wohl die nächste Zeit ein bisschen mit befassen müssen. Denn ich habe nicht vor, diese Höhle zu betreten, wenn wir die nicht unbedingt brauchen. So, Montagestation. Gucken wir mal. Steinofen, das haben wir alles, haben wir alles. TÜV-TÜV-Transporter haben wir noch nicht. Ein Wassertank. Mhm. Hat man den vorher schon? Aha. Wofür brauche ich denn einen Wassertank? Wasserfeste Farbe nutzen. Okay. So, Marmor, 3 Energiesteine, Kupfererz, Zinnerz, 2x Federn. Dies wurde einzeln im verlassenen Ruin 2 gefunden. Aha. Wir müssen also einmal in die andere Ruine. Marmor ist jetzt nicht das Problem. Energiesteine sollten wir dann auch kriegen. Und dann brauchen wir Bronzeborn. Und zwar 8 Stück. Naja gut, das ist doch wohl hinzukriegen. Gut, sind wir also wieder einen Schritt weiter gekommen, würde ich sagen. Ihr Lieben, ich komme zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag und freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, macht's gut. Tschüss.